Du musst es ja klappen, wann es losgeht für dich für den Schnitt. Okay. Es geht jetzt. Hallo. Hi. Mein Name ist Ben Santo. Ich bin Dekan der Fakultät für Design und auch der Studiengangsleiter für den Bachelorstudiengang, den wir in diesem Video kurz vorstellen wollen. Der Bachelorstudiengang heißt Design, weil der ein interdisziplinär aufgebauter Bachelor ist, wo sich drei Studienrichtungen aufeinander beziehen. Ich glaube, es ist vielleicht ganz gut, wenn man das mal anhand vom Studienplan kurz vorstellt. Hat so verschiedene Farben. Wenn man guckt, blau, das sind die Fächer, die Module, die alle machen müssen. Das heißt, es ist so eine Art Grundausbildung. Man sieht, im ersten Semester machen alle drei Studiengänge auch tatsächlich das Gleiche. Und hier an der Seite gibt es eine sogenannte Theorieachse, die wir sehr wichtig finden im Design. Manchmal hat Theorie so ein bisschen schlechten Ruf, aber Theorie ist super, weil Design ist ja, dass sich zusammensetzt aus Denken, Fühlen, Machen. Und wenn man nicht gut denken kann, gibt es auch kein gutes Design. So, ne? Und dann haben wir diese grünen Module. Und die grünen Module, die sind jetzt sehr studienrichtungsspezifisch. Das heißt, da macht man dann wirklich, ich nehme das Beispiel mal raus, eben im Fotodesign, wo man dann bestimmte Sachen macht oder in die Kommunikationsdesign machen, dass die dann mehr in Typografie reingehen und so weiter. Und was jetzt besonders ist, ist, dass wir diese wärmeren Farben, also gelb und orange, das sind Wahlfächer. Das heißt, diese Wahlmodule kann ich selbst meinen Schwerpunkt setzen. Das heißt, selbst wenn ich mich jetzt entscheide für eine Richtung, kann ich hinterher noch gucken, wow, ich habe mich jetzt zwar für Industriedesign zum Beispiel entschieden, aber ich merke, Kommunikationsdesign finde ich auch spannend und ich werde so ein Hybrid und kann dreidimensionale Sachen, aber auch diese Kommunikationsgeschichten mitgestalten. Ne? Und was man hier auch sieht, wir haben sehr große Module, diese Projekt 1, 2, 3, 4, die Projektmodule sind. Und Projektlernen, denken wir, ist die ideale Form, um Design zu lernen. Also das ist nicht wie in der Schule, dass man dann lauter kleine Fächer hat, wo man dann irgendwie muss selbst sich zusammenreimen, was das miteinander zu tun hat, sondern man macht ein Projekt. Das ist manchmal zusammen mit draußen mit der Wirtschaft. Und manchmal sind es auch ganz freie, abstraktere Projekte, wo man sich mehr austoben kann. Das Spannende am Projekt ist, dass da alles zusammenkommt. Man kann die Technik üben zum Beispiel, wenn man sagt so, okay, es geht jetzt in eine Richtung und da muss ich jetzt ein Programm besser können oder ich muss eine handwerkliche Fähigkeit besser können, dann kann man in die Studios oder Werkstätten bei uns. Man lernt dabei aber auch Konzeption, wie geht man vor im Design, wie stelle ich die richtigen Fragestellungen, was ist der Rahmen, um was es geht. Und natürlich lernt man auch viel, wie geht Gestalten und auch zusammen mit anderen arbeiten, weil im Design ist oft, dass man nicht alleine arbeitet, sondern sich immer auf andere beziehen muss. Wir sind ja gerade in einer Welt, die sehr im Umbruch ist und alle, wirklich alle Berufe werden sich grundlegend ändern durch die Digitalisierung. Alles, was einfach zu machen ist, wird in Zukunft mehr durch Computer gemacht. Das heißt, die Berufe verändern sich, so wird sich auch Design verändern. Aber diese Grundgeschichten von Design, dass man Konzepte machen muss, dass man Gestaltung verstehen und können muss und aber auch so ein Faible für Technik und aber auch so mit Menschen umgehen, das wird immer bleiben. Und wenn man auf sowas Lust hat, dann ist Design ein super Beruf, weil das so eine Mischung von allem ist. Und unser Studiengang finde ich super, weil man das selbst entscheiden kann, spezialisiere ich mich eher. Also wir haben Leute, die machen nur Modedesign, nicht Modedesign, Modefotografie oder nur Transportation Design. Oder ich werde eher breiter und bin eher so eine konzeptionelle Designerin. Geht bei uns alles und ja, wir freuen uns auf Bewerbungen. Hättest du noch eine persönliche Message an die Leute, die sich eventuell dafür interessieren, Design im Bachelor zu studieren? Design lernt man mit dem ganzen Menschsein. Also ich muss lernen, wie scheitert man, wie mache ich weiter, wie spreche ich mit anderen, wie gehe ich mit der Situation um, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht. Weil vielleicht das wäre auch noch wichtig zu sagen, bei uns im Curriculum steht, Design ist ein Beruf im Zentrum von innovativen Prozessen.
Das heißt, wenn ich innovativ werden will, muss ich was Neues machen. Und wenn es was vorher noch nicht gab, dann gibt es natürlich keine, die jetzt Bescheid wissen, wie das geht oder was das Richtige wäre. Das heißt, man muss so ein bisschen so einen Pioniergeist haben, wo man sagt, ich traue mich, Neuland zu begehen. Ich traue mich, aus der Komfortzone raus und Sachen neu zu entdecken. Deswegen brauchen wir auch Bewerberinnen, die jetzt nicht nur diesen Fashion-Aspekt von Design cool finden, sondern diesen Weltveränderungsaspekt. Und da haben wir große Herausforderungen, wo wir sagen, wie kriegen wir in Zukunft Ökonomie, Ökologie und Soziales zusammen? Was braucht es da für Felder, die da zusammenkommen? Und das sind nicht nur Fashion-Sachen, sondern das sind ganz andere Sachen. Und deswegen für alle, die Lust haben, auch Welt mit verändern, ist es ein toller Studiengang.